Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören uns in den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 11. Oktober. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Der DAX hat am Abend, das hier ist der Xetra-DAX, aber nachbörslich, kurz einen kräftigen Rutsch nach unten vollzogen, stieg dann aber höher als zuvor, als der katalanische Präsident avisierte, die Erklärung der Unabhängigkeit Kataloniens zu verschieben, ohne sie indes damit streichen oder canceln zu wollen. Das war ein weiterer Hinweis darauf, dass sich die Wahrnehmung einer zunehmenden Zahl von Marktteilnehmern verändert hat. Und zwar auf eine Weise, wie sie nahe vor großen Trendwenden die Regel ist. Denn wer am Abend erleichtert kaufte, weil Katalonien die Entwicklung in Spanien vorerst nicht auf die Spitze treiben will, übersah womöglich, dass niemand im Vorfeld deswegen in Deckung gegangen wäre. Das Referendum hat am 1. Oktober stattgefunden und seither hat der DAX nie nennenswert nachgegeben. Das sehen wir hier. Das war der Aufwärtsimpuls von Ende September, sprich dem letzten Handelstag dort. Und ab hier ging es mit dem DAX ja nicht abwärts. Dazwischen, am Wochenende, lag das Referendum. Also, nicht in Deckung gehen, dafür aber kaufen, wenn das passiert, was oder nicht passiert, was man eventuell befürchtet hat, ist schon eine interessante Denke. Denn auf diese Art und Weise kann man alles Mögliche befürchten und wenn es nicht eintritt, wird der DAX auf alle Zeit immer weiter steigen. Funktioniert so eher nicht. Nein, im Moment kommt ein Denken auf, das wir in dieser Ausprägung zuletzt vor ziemlich genau 10 Jahren gesehen haben. Und das werden wir uns gleich mal in einem Chart der Retrospektive in das Jahr 2007 ansehen. Zunächst aber hier bleiben wir hier beim Tagesgeschehen. Was positiv ist, wird positiv gewertet. Schön, aber passiert nichts, ist das im Zweifel eben auch bullisch. Und Bad News sind vielleicht unerfreulich, aber keineswegs ein Grund, Aktien zu verkaufen. Im Endeffekt ist das die fast logische Konsequenz daraus, dass die Aktienmärkte in den USA und weiten Teilen Europas das Ausbleiben der versprochenen Wachstumsprogramme des US-Präsidenten einfach ignorieren, obgleich man auf diese hin im Vorfeld massiv zugegriffen hatte. Dass man die zunehmenden Gefahren, die sich geopolitisch durch die Entwicklung in Spanien und im Hinblick auf die USA und ihr Verhalten gegenüber Nordkorea und dem Iran ergeben, einfach abschüttelt. Dass man darüber hinaus einfach so tut, als wären die US-Zinsen noch auf Nullniveau, obwohl sie schon mehrfach angehoben wurden und die US-Notenbank die Fortsetzung der Zinserhöhung avisiert. Auf diese Weise fühlen sich viele zumindest nahezu unverwundbar. Aber das ist man nicht und damals, Ende 2007, war das nicht anders. Sehen wir uns diese Zeit damals mal an. Das hier ist ein Wochenchart, beginnend Ende 2004, endend mit dem großen Kursrutsch im Herbst 2008. 3 Jahre lang ging es aufwärts bis Ende 2007, wenn man hier Ende 2004 als Startpunkt betrachtet, ungefähr von 4.000 auf 8.150 Punkte. Und es dauerte nur ein Jahr, nicht einmal. Dann war all dieser Anstieg der 3 Jahre zuvor wieder weg. Und das ist typisch für solche Situationen. Das Bemerkenswerte war, im Herbst 2007, hier also in dieser Zone, vor ungefähr oder genau 10 Jahren, war das Platzen der Subprime-Blase längst im Gange. Aber die Anleger ließen sich mit den leeren Sprüchen beruhigen, dass sich der Effekt ausschließlich auf den Immobilienmarkt beschränken werde und eine Rezession völlig ausgeschlossen sei. In Europa sowieso, aber in den USA auch. Nun, man hätte es besser wissen können, nein, man hätte es besser wissen müssen, aber man wollte es eben nicht wissen. Wollte daran glauben, dass die Aktienmärkte gegen jedwede Bässe immun seien, weil zu viele zu hoch investiert waren, um die Lage noch objektiv beurteilen zu können. Und dass es, obwohl es hier schon eine erste Reaktion im Sommer gab, trotzdem wieder nach oben ging, die Risiken also tatsächlich einfach vom Tisch gewischt wurden und man mit aller Macht versuchte, die Kurse oben zu halten, das erinnert irgendwie an etwas, nicht wahr? Bedenkt man, dass das Volumen hochgehebelter Derivate heute längst weit über den Level von damals hinaus ist, dass sie von computergesteuerten Handelsprogrammen gesteuert werden, die kein zu billig und kein zu teuer kennen und von denen man den Anlegern weismacht, dass sich sowas wie der Flash Crash 2010 nicht wiederholen könne. Da wird schon deutlich, dass das Eis, auf dem diese Hosse des DAX, vor allem aber die Hosse der US-Indizes wandeln, hauchdünn ist.
Dass diese Entwicklung nicht als Risiko wahrgenommen wird, macht die Sache besonders brisant, denn das hieße, dass viele Akteure, wohl auch so manche große Adresse, aus dem Dämmerschlaf vermeintlicher Sicherheit gerissen würden, wenn die Kurse doch in einem etwas größeren Ausmaß nachgeben würden. Genau das hatte im Januar 2008 dann dazu geführt, dass der DAX auf einmal steil nach unten sackte und diejenigen, die zuvor rosa Brillen trugen, alles überzogen und dann gleich von rosa auf rabenschwarz wechselten. In einem solchen Umfeld, das wir heute ähnlich haben, würden wir die Absicherung von Long Trades lieber zu eng als zu weit setzen und heben den Stop-Loss, um nochmal auf den Tageschart, den aktuellen, zurückzukommen, den Stop-Loss von zuletzt 12.780 nochmal einen Tick parallel zum Anstieg der August-Aufwärtstrendlinie auf 12.810 Punkte an. Denn dieses Wassertreten des DAX, das sich am Dienstag fortsetzte, kann Basis eines erneuten Aufwärtsimpulses werden, ohne Frage. Aber es muss es nicht. Und dementsprechend sollte man gewappnet sein, so viel wie möglich an Gewinn in Sicherheit zu bringen, wenn es denn eben doch kippen sollte. Denn wenn es dazu kommt, dann kommt es eher ohne Ankündigung. Das hieß allerdings nicht, dass man gleich automatisch auf die Short-Seite wechseln würde. Ein potenzieller Ankerpunkt für den Wechsel auf Short wäre ein hinreichend deutlicher Bruch dieser Kreuzunterstützung aus 20-Tage-Linie und dem Zwischenhoch vom Juli bei 12.678 bzw. knapp 12.700 Punkten. Alles oberhalb wäre nur eine Phase, wo man erstmal neutral bliebe, aber wie gesagt, das kann schnell gehen. Es muss nicht, aber die Situation ist eben so sehr ähnlich wie die 2007, auch ein bisschen vergleichbar mit Anfang 2000, dass man letzten Endes wirklich auf der Hut sein sollte und gucken sollte, dass man nicht zu weite Stops setzt und vor allem nicht mit zu viel Kapital hier auf der Long-Seite dabei wäre. Wir wollen mal sehen, ob der DAX den Ausbruch nach oben schafft. Wenn man bedenkt, dass man etwas Ausbleibendes, worauf man nicht im Vorfeld negativ reagierte, sprich das Ausbleiben der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens als bullischen Impuls sieht, nun, dann ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, es muss nicht dazu kommen. So gesehen, bleiben Sie uns bewogen. Wir kommen morgen früh wieder mit der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call, dann mit dem Tagesgeschehen des heutigen Mittwochs. Und bis dahin, schönen Mittwoch und machen Sie es gut.